Hallo und willkommen, mein Name ist Ninja und ich möchte euch heute mal ein Free-to-Play-Online-Game vorstellen im Bereich Fantasy. Free-to-Play bedeutet kostenlos. Allerdings bräuchtet ihr ungefähr 7 GB Festplattenspeicher, weil ein großer Teil auf der Festplatte gespeichert wird, um es einfach zu gewährleisten, dass das Spiel flüssig läuft. Ja, in diesem ersten Video möchte ich euch ein paar grundlegende Sachen erklären zu dem Spiel, weil es doch hier sehr umfangreich ist. Und ich werde dann ein zweites Video noch hochladen sozusagen, wo ich dann mal ein bisschen mehr von der Welt oder den Welten hier zeige und wie man dann so kämpft und so weiter. Aber wie gesagt, hier in dem ersten Video erstmal ein paar Erklärungen zu den Grundsachen hier im Spiel. Ihr seht hier schon mal, ich habe hier zum Beispiel mein erster Account, den ich erstellt habe. Da habe ich 2 Charaktere. Einmal ein Zauberer und dann den Mentalisten. Wenn ihr das Spiel anfangt, dann müsst oder könnt ihr sozusagen erstmal einen Charakter erstellen. Da gibt es hier zig verschiedene. Werde ich euch mal hier zeigen bei Erstellen. Ich erstelle jetzt aber keinen Charakter, weil ich ja schon meine Charaktere habe, die ich brauche oder die ich haben möchte. Ihr könnt dann die Charaktere natürlich, also hier in der Anfangsauswahl sind die Charaktere, sehen die alle fast gleich aus, weil das standardmäßig dann erstmal so gemacht ist. Aber ihr könnt dann die Charaktere so gestalten, wie ihr das gerne möchtet. Hier haben wir zum Beispiel die Nachtschatten. Es gibt immer zu jeder Klasse, also das ist die Klasse Nachtschatten, zu jeder Klasse gibt es meist also 2 verschiedene Charaktere. Wie hier zum Beispiel die Dämmerklinge ist ein Nahkämpfer und der Sturmrufer ist ein Fernkämpfer. Wie zum Beispiel bei mir hier der Zauberer und der Mentalist, beides Fernkämpfer sind. Wie gesagt, die sehen hier standardmäßig, sehen die fast alle gleich aus hier. Da braucht man sich nicht dran stören. Ihr könnt nachher bei der Charaktererstellung, wie gesagt, alles selber gestalten. Wie dünn oder wie dick eure Beine sein sollen oder wie groß die Arme sein sollen, wie groß der allgemein der Körper ist. Das Gesicht kann man verändern, die Ohren, Nase, Mund, Augen, alles. Auch Augenfarbe, Haarfrisur. Kann man alles für sich dann selbst einstellen und das ist ganz toll gemacht, ganz einfach hier. Ich zeige noch mal ein paar andere Charaktere hier zum Beispiel, wie hier der Sucher, der mit 2 Schwertern kämpft als Nahkämpfer und der aber teilweise auch Magie zur Verfügung hat. Dann hier die Mystikerin. Einiges muss ich noch zu verschiedenen Charakteren hier sagen. Bei den meisten Charakteren hier, kann man natürlich dann auswählen, ob männlich oder weiblich. Es gibt aber einige Charaktere, die spezifisch nur für weiblich sind oder nur für männlich sind. Wie zum Beispiel bei den Chimären. Das ist hier der Beastkrieger, der kann sich in einen Tiger verwandeln. Da kann man auswählen zum Beispiel, ob man, wenn man in dieser Form ist, die jetzt so Art menschliche Form, die jetzt dargestellt wird,
ob man da Tiger sein möchte oder ob man Wolf sein möchte oder Löwe. Und die Verwandlung bleibt allerdings immer gleich, dass ein Tiger sich verwandelt. Da kann man in Tigerform auch kämpfen. Ja, da ist der Charakter zum Beispiel nur für männliche, als männlicher Charakter verfügbar. Und hier daneben die Vulperine. Die kann sich in einen Fuchs verwandeln. Und die ist wiederum nur für weibliche, also nur als weiblicher Charakter verfügbar. Ansonsten alle anderen, die hier zu sehen sind, kann man wählen, ob männlich oder weiblich. So, das soll es erstmal gewesen sein hier zur kurzen Info des Erstellens des Charakters. Das ist hier mein Mentalist. So, ja, noch was zu den Accounts. Ich habe hier zum Beispiel ja auf diesem Account zwei Charaktere, wie ich schon gesagt hatte. Man kann allerdings auch mehr erstellen auf einen Account, was allerdings vielleicht nicht so ratsam ist. Ich habe zum Beispiel zwei Accounts. Ich habe auf einem anderen Account noch einen Sturmrufer. Es ist vielleicht ratsam, weil es im Spiel gibt es manchmal Events, besondere Events, wo auch besondere Items oder besondere Ausrüstung oder sonstiges man bekommen kann, die dann allerdings nur ausgegeben werden von der Spielefirma für einen Charakter pro Account. Also wenn ich jetzt hier im Spiel zum Beispiel, jetzt ist, momentan läuft so eine Login-Aktion, wenn man so und so viele Tage pro Tag eingeloggt ist, bekommt man ganz besondere Sachen. Da ist zum Beispiel für jeden Charakter verfügbar die Belohnung, aber es gibt auch Belohnungen, wo jetzt, wie gesagt, nur für einen Charakter man dann auswählen kann, einen Charakter pro Account. Da könnte ich dann nur sagen, entweder das soll der Mentalist bekommen oder es soll mein Zauberer bekommen. In der Hinsicht ist es ratsam, wenn ihr zwei Charaktere nur machen wollt oder wenn ihr vier machen wollt, dann macht ihr eben einen Account, einen Charakter und einen zweiten Account, den zweiten Charakter beispielsweise. Oder 2-2, je nachdem. So kommt ihr mehr in Genuss der Belohnungen sozusagen für die einzelnen Charaktere. Allerdings hat das noch einen zusätzlichen Vorteil, da es in diesem Spiel erlaubt ist, mehrere Charaktere gleichzeitig auf einem Server zu spielen, kann man sich natürlich, wenn man zwei Accounts hat, auch zweimal das Spiel starten. Allerdings dann im Fenstermodus, weil man dann ja nebeneinander spielen muss, damit man zwei Bilder hat. Kann man sich natürlich auch gegenseitig helfen, wenn man zwei Accounts hat, kann man sich gegenseitig mit zwei Charakteren beispielsweise gegenseitig helfen. Das ist da dieser Vorteil. Also überlegt euch das genau, wenn ihr einen Account und Charaktere erstellt, wie viel ihr auf einen Account nehmen wollt. So, jetzt gehe ich mal ins Spiel rein und erkläre da noch einiges. So, jetzt befinden wir uns im Spiel. Wie ihr seht, hier ist mein Charakter. Man kann mit dem Mausrad auch scrollen, nah ranholen oder weiter weg, je nachdem. So, ja, was erklären wir als erstes? Als erstes werde ich meistens immer bei neuen Spielern gefragt, wie benutze ich den Chat hier unten, um mit anderen Leuten jetzt überhaupt zu kommunizieren. Weil man ja doch bei manchen Sachen hier Hilfe braucht und dann fragt man da, kannst du mir mal helfen oder so. Hier unten ist eine Auswahl. Hier vorne zum Beispiel steht Allgemein-Chat. Da kann man jetzt allgemein, was jeder hier in dem Bereich dieser Stadt
sehen kann, schreiben kann. Also hier irgendwas, bla bla bla. Zum Beispiel. Oder dieses hier ist der Gruppenchat, wenn man sich in einer Gruppe befindet von mehreren Spielern. Das ist bei manchen Sachen notwendig. Wenn man jetzt bestimmte Monster macht, damit man das, den jetzt einen bestimmten Boss oder so nur einmal machen braucht und alle Spieler erhalten den die Aufgabe dafür. Ja, und das hier ist der Fraktionschat. Hier gibt's, kann man auch einer Gilde beitreten. Bei mir ist hier oben zu sehen, zu lesen, Templer. Ich bin in der Gilde Templer drin. Das hat auch bestimmte Vorteile, wenn man eben Hilfe braucht. Ansonsten gibt es hier noch ja, als Chat erstmal der Flüstern-Chat. Der ist vielleicht für viele wichtig am Anfang, genau wie der Normal-Chat. Wenn man jetzt hier im Normal-Chat liest, dass beispielsweise ja, hier, wie hier steht, suche nette deutsche Fraktionen und so weiter. Also da steht manchmal auch da, dass eine Fraktion irgendwelche Member sucht. Dann kann man hier zum Beispiel auf den Namen draufklicken. Dann seht ihr, da steht der Name da. Und dann kann man irgendwas schreiben. Und mit Enter abschicken. Dann kann man sozusagen denjenigen privat anschreiben. Es gibt aber für den Privatchat noch hier diese Option, Flüstern. Wenn man da draufklickt, dann gibt man einfach den Namen ein, den man anschreiben möchte. Und dann ein Leerzeichen und dann kann man seinen beliebigen Text schreiben. So kann man denjenigen anzeigen lassen. So, es wird dann, wenn derjenige jetzt, wenn man nicht weiß, ist derjenige online oder nicht und man schreibt ihn, will man ihn privat anschreiben, dann ist das auch kein Problem. Sobald man was geschrieben hat, wird dann hier angezeigt, ob derjenige online ist oder nicht. Hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier drücke, da steht da, ist offline. Also den Namen gibt es. Ich habe jetzt einfach mal so Buchstaben gewählt, aber den Namen gibt es, und das ist nur nicht off, ist offline. So, ja, dann gibt es noch die Freundesliste, die ist hier in dem Bereich hier unter den Händen, Freunde. Da kann man verschiedene Freunde als Freund aufnehmen, wo es dann natürlich mit dem Schreiben das einfacher macht. Hier zum Beispiel die beiden, die online sind. Jetzt in dem Moment könnte ich zum Beispiel hier Rechtsklick drauf machen und Chat beitreten. Dann könnte ich hier auch schreiben, Hallo oder sonstiges und dann absenden. Und hier ist der Vorteil, wenn jemand von Freunden eine Nachricht schreibt, die dann jetzt zurückkommen würde, dann erscheint hier ein kleines Ausrufezeichen und ein Piepton erscheint. Was hier bei diesen Chats nicht der Fall ist. Bei diesen Chats werden keine Signaltöne ausgegeben. So, dann ja, gibt es hier die grundlegenden Sachen im Spiel, sind sozusagen Quests, Aufgaben erfüllen. Die findet man hier unter Quests. Da kann man hier schauen, welche Quests zur Verfügung stehen. Und sich dann irgendwelche Quests auswählen. Da gibt es immer einen Questgeber, Questgeber und einen Questbelohner. Manchmal ist es auch derselbe. Hier stehen dann die Quests drin, die man zurzeit angenommen hat. Oder ja, die man zurzeit angenommen hat. Ja, wie dort zum Beispiel gibt es gewisse, die nennt man NPCs. Das sind zum Beispiel, da ist einer, der, die haben immer so eine Flagge oben drüber, so ein Symbol. Und die kann man dann per Doppelklick anreden und auf Quest, oder es steht entweder steht oben was oder man geht auf Quest und kann die Quest dann annehmen.
wenn man draufklickt. Manchmal steht dann noch was dazu geschrieben, also meistens jedenfalls steht noch was dazu geschrieben, was man da machen soll, aber das kann man später auch noch hier im Questbuch nachlesen. Wenn ich jetzt hier irgendwas anklicke, hier zum Beispiel, dann steht da, wen ich töten soll oder was ich dann machen soll. So, zu den Balken da oben bei meinem Charakter hier. Das hier oben, die rote Linie, ist der Lebensbalken und die blaue Linie ist die Mana-Magie-Balken. Dieser grüne hier, das sind die EX, sogenannten EXP-Erfahrungspunkte, wie viel Prozent bis zum nächsten Level. Und dieser unten hier, wo mein Name steht, dieser Balken, der jetzt leer ist, ich erfülle den mal hier etwas. Das dauert immer ein bisschen, ehe das alles voll ist. Das ist der Skibalken. Da lohnt es sich am Anfang natürlich, den immer voll zu machen, soweit wie es geht. Am Anfang wird man nur den einen Balken haben. Später kommt dann hier noch ein sogenannter Stern oder Funken dazu. Im Spiel wird er hier als Funken bezeichnet. Manche sagen auch Stern dazu. 1, 2, 3 habe ich hier. Das wären sozusagen drei Balken, die man voll machen kann. Bestimmte Skills, die ich jetzt gerade verwende, geben Ski, die keine Angriffsskills sind. Zum Beispiel, das ist hier ein Heilskill und das ist ein sogenannter Buff zum Schutz. Die Kampfskills kann man natürlich dann nur benutzen, wenn man wirklich einen Gegner anklickt. Wenn ich jetzt hier auf den NPC anklicke, dann wird das nicht funktionieren. In jeder Stadt sind Schutzzonen, da kann man sich gegenseitig niemanden angreifen. Ist egal, ob das nur irgendein Monster ist oder jemand anders. Das ist allerdings hier auch ein PvE-Surfer. Ein PvE-Surfer, wo man sozusagen nicht sich gegenseitig angreifen kann als Spieler. Das macht natürlich vieles einfacher hier, weil man nicht bei jeder Quest oder Mission gestört werden kann und das im Prinzip in Ruhe machen kann. Was wollte ich noch? Ach so, hier oben. Das hier ist die Minimap, wo man jetzt in einem bestimmten Bereich um mich herum, ihr seht schon der Pfeil, das bin ich, im bestimmten Bereich um sich herum alles sehen kann. Die grünen Punkte, die hier zu sehen sind, das sind Spieler und diese gelben und orangenen größeren Punkte, das sind NPCs. Die orangen NPCs bedeuten eigentlich nur, dass die ein Schild drüber haben, dass man da was annehmen kann. Bei den gelben nicht. Die sind für andere Sachen zuständig. Wie zum Beispiel der hier drüben ist. Da ist ein Briefkasten, wo man Nachrichten empfangen kann und so weiter. Hier bei M, wenn man darauf klickt, ist die Weltkarte zu sehen. Da seht ihr, da bin ich, in dieser großen Stadt Archosaurus, wo viele auch sagen, das ist die Hauptstadt der Karte hier. Es gibt viele große Städte hier, viele kleine Städte, aber ich kann jetzt auch nochmal raufklicken auf die Karte hier, wo ich jetzt bin, und dann sehe ich das noch etwas größer, genauer sozusagen, näher ran. Und da seht ihr schon, wie umfangreich das eigentlich ist, weil die Stadt ja schon riesig ist hier. Da gibt es zig verschiedene Gebiete, wie hier zum Beispiel haben wir mehr so grüne Gegend. Wenn ich weiter nach oben gehe, hier oben, da ist zum Beispiel Schnee und vereiste Seen und so weiter. Ja, hier in dieser Region hier ist vieles an Wüste zum Beispiel, oder hier etwas höher, wo dann Lava und sowas ist zu sehen. Also es gibt hier schon, wie gesagt, verschiedene Gegenden. Hier ist Sumpfgegend zum Beispiel. Und hier unten ist auch nochmal Schnee.
dann hier die Inseln zum Beispiel mit Palmen und so weiter und so einen komischen wachsenden Pilzen. Also ausreichend verschiedene Landschaften hier integriert in dem Spiel. Dann sind hier auf der Karte diese Symbole hier zum Beispiel, also diese, der aussieht wie ein Loch. Das sind verschiedene Höhleneingänge. Ich klicke hier mal hier so drauf. Da sieht man hier auch noch mal. Da kann man in eine Höhle reingehen, wo man dann verschiedene Monster und große Bosse töten kann, was man allerdings in diesen Höhlen meistens nicht allein schafft und da schon Hilfe von anderen Spielern braucht, um das gemeinschaftlich zu meistern. So, außer dieser großen Welt, die hier zu sehen ist, gibt es aber auch noch Nebenwelten, wie zum Beispiel Moree heißt die Welt. Da kann man sich entweder, hier ist mein Inventar, reinkatapultieren, teleporten sozusagen mit so einer Schriftrolle, die ich hier habe, oder durch einen NPC mit dem Teleporter benutzen. Ich zeige hier gleich nochmal die Teleporter, damit man nicht von Welt zu Welt, wenn man hier reisen will, dann braucht man ewig, wenn man hier die Wege lang reiten möchte zum Beispiel, und überall sind hier auch noch Monster, beziehungsweise im Spiel hier hat sich das so eingebürgert, dass man Mobs dazu sagt, dass hier überall Mobs teilweise sind und man eben nicht ungehindert einfach so irgendwo lang gehen kann. Deshalb gibt es hier in verschiedenen Abstädten, in kleinen Dörfern, wo hier, das sind zum Beispiel auch Häuser, wo hier Häuser stehen, da Teleporter gibt, und überall, wo es kleine Städte, kleine Dörfer, große Städte gibt, sind sich sogenannte Sicherheitszonen, sind das, wo keine Monster einen angreifen können oder überhaupt nicht dahin kommen. Wie zum Beispiel hier in der Stadt auch. Ich reite jetzt mal mit meinem Pferd etwas hinter, um euch mal das zum Beispiel zu zeigen, wie das mit den Teleportern funktioniert. Hier hinten ist zum Beispiel so ein Teleporter. Den könnte ich jetzt sozusagen anreden und Teleportdienst anwählen. Und dann seht ihr schon, dann wird angezeigt, von wo aus ich hier überall hinkommen kann, mich hinteleporten kann. So, wenn ich allerdings hier irgendwo hin möchte, auf einen Punkt, wo jetzt nicht direkt ein weißer Strich verbunden ist, dann wird mir angezeigt, wie hier zum Beispiel, worüber ich gehen muss, um dahin zu gelangen. Also ich müsste mich erst hier oben hin teleportieren, damit ich dann danach hier runterkomme. Oder beispielsweise hier nach da, oder von hier müsste ich erst darunter. Dann steht auch da, wie viel das immer kostet. Jetzt hier zu sehen, insgesamt 1200. Jetzt nach Tellus wurde das 1000 Münzen kosten. Das ist die Währung, die Spielewährung hier. Wenn ich mein Inventar aufmache, hier unten ist es zu sehen, ich habe hier momentan im Inventar 1.300.000 ungefähr. Da gibt es allerdings, also von den Mobs, Monstern, die man tötet, bekommt man meist immer Münzen und manchmal auch irgendwelche Items, die fallen lassen. Hier bei bestimmten, es gibt noch bestimmte NPCs wie Schneiderin und Schmied und so weiter, wo man sich Ausrüstung herstellen kann, weil ihr habt sicherlich schon gesehen, dass ich hier, das ist hier Ausrüstung, es ist ein Helm und ein Oberteil, eine Hose, Stiefel, das ist hier meine Waffe. Waffen kann man zum Beispiel auch beim Schmied herstellen. Hier ist noch ein Umhang und das ist Schmuck, sind Ringe und hier Schutzgürtel und eine Schutzkette, das sind hier noch Armschienen. Ja, dann ist, wie ihr jetzt gesehen habt, gibt es Reittiere, die kann man sich so besorgen auf dem
sogenannten Markt hier. Man kann zum Beispiel ja auch, man kann auch selber Items verkaufen oder Ausrüstungsgegenstände. Das funktioniert dann so. Hier zum Beispiel bei den Skills, die es hier gibt. Das sind die Skills hier unten. Wenn man anfängt, wird man nur 2 Skills haben und dann pro Level oder pro mehreren Leveln bekommt man dann Skills noch dazu, die man dann verwenden kann und die man dann auf Level 10 hochleveln kann, je nachdem wie viele Punkte man dann hat. Das bekommt ihr aber schon mit. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Dann hier bei Aktionen zum Beispiel habe ich hier den Handel. Da zeige ich euch das mal kurz. Da kann man hier zum Beispiel irgendwas reinmachen und verkaufen. Ich nehme mal hier die Tränke beispielsweise. Ziehe ich den per Drag und Drop einfach da rein. Dann wird hier, kann ich hier einen Preis festlegen. Meinetwegen 1000 pro Stück. Ja. Und dann kann ich festlegen, wie viel. Ja, dann seht ihr, dann würde ich 10.000 bekommen. Und wenn ich, dann kann ich dem Shop einen Namen geben und bestätigen und dann sieht das so aus. Ja, dann stehe ich hier sozusagen als dieses Symbol und jemand anders kann mich dann doppelt anklicken und schauen, was verkauft derjenige und ob man das kaufen möchte oder nicht. So werden auch, ich breche das jetzt mal ab, da kommt das alles zurück in mein Inventar. So kann man natürlich dann auch an Ausrüstung oder Pferde oder sonstiges gelangen. Allerdings gibt es noch eine andere Möglichkeit hier, wo dieses Goldsymbol ist, das ist die Perfect World Boutique. Da kann man für sogenanntes In-Game Gold, was man dafür bekommt, wenn man echt Geld auflädt. Dieses Echtgeld kann man hier dann auf Kaufen klicken und ja, da kann man dann die Option sehen zum Kauf. So, ihr seht schon, hier gibt es verschiedene Sachen drin, die es für dieses Gold zu kaufen gibt, auch Tiere zum Beispiel, also hier sind die Reittiere. Wo es verschiedene Reittiere gibt. Ja, also ja, dieses Ei hier zum Beispiel ist die Silbermähne, ist das Pferd, was ich gerade habe. Außer Reittiere gibt es hier auch noch Aeropods, sogenannte Aeropods, das sind Flughilfen sozusagen. Da sind hier, ist das unterteilt unter den verschiedenen Charakteren. Menschen können zum Beispiel nur Flugschwerter benutzen, Chimären haben Tiere als Flugtiere und Windelfen haben bestimmte Flügel und Nachtschatten haben hier so eine anderen Dingens wie hier so eine Drachen, wo man dann dranhängt, die Erdwächter und hier sind auch noch andere Flügel für die Meereskinder. Ja. An dieses, wenn man nicht ins Spiel investieren möchte, für dieses Sachen, die man hier für Gold bekommt, dann kann man das auch ganz anders machen, weil man kann ja hier in-game Münzen sammeln und kann dann zum Beispiel hier drüben, wo der Briefkasten ist, da ist zum Beispiel auch eine Auktionatorin, Auktionshaus. Wenn ich jetzt doppelt da anklicke, dann gibt es hier auch Goldhandel. Da kann man zum Beispiel, ich möchte verkaufen oder ich möchte kaufen, wenn ich jetzt, da steht dann immer da jetzt, was zu der Zeit gerade der Kurs ist. Beispielsweise hier jetzt zurzeit für 3.800.000 für ein Gold. Kostet ein Gold zurzeit. Also wenn ich hier 3 Millionen habe und die 800.000, dann kann ich zum Beispiel das hier eintragen, ich möchte da ein Gold kaufen
und dann kann ich das im Auktionshaus einsetzen und kann dann dafür das Gold bekommen. Andersrum geht es natürlich auch beim Verkauf, dass man den Gold verkaufen kann und dafür Münzen bekommt. Also diese Möglichkeit, wenn man jetzt genug Monster tötet oder irgendwelche alte Ausrüstung, die man nicht mehr braucht, kann man teuer verkaufen. Da bekommt man schon eine ganze Menge Geld zusammen. Da kann man das natürlich dann auch so machen, dass man die Münzen eintauscht im Auktionshaus für Gold und muss nicht bares Geld in das Spiel investieren, um hier sich für Gold was kaufen zu können. So, das sollte es erstmal soweit gewesen sein für die Grundsachen. Vielleicht noch, dass es hier noch sogenannte Pets gibt in dem Spiel. Dass die Vulperine zum Beispiel arbeitet mit Kampfpets. Allerdings alle anderen Charaktere außer Vulperine und Mystikerin. Die Mystikerin oder Mystiker können auch Pets verwenden. Die bekommen allerdings zugeteilte Pets. Und Vulperine kann alle möglichen Pets, die es hier als kleine Monster gibt, fangen und als Kampfpets für sich nutzen. Alle anderen Charaktere können solche Pets zwar auch benutzen, aber die kämpfen dann nicht mit einem zusammen, sondern hat man eben nur als Haustiere, wie ich hier zum Beispiel diesen blauen Affen. Ich zeige das mal kurz. Da, dieser blaue Affe zum Beispiel. Der würde jetzt mit mir nur so rumlaufen und nicht kämpfen. Also wenn ich jetzt kämpfe, dann macht der nichts. Wenn ich hier jetzt laufe, dann läuft der mit mir mit. So, da gibt es die verschiedensten Pets. Aber wie gesagt, zum Kämpfen kann nur eine Vulperine Pets benutzen. So, das sollte es jetzt erstmal gewesen sein für die grundlegenden Sachen hier. Die Skills vielleicht noch hier unten, die kann man dann hier von diesem Skillbuch, wo die erlernten Fähigkeiten sind, kann man die dann, hier, ich nehme mal das hier raus zum Beispiel, ziehe das einfach raus, könnte von hier dann den oder den Skill, je nachdem, dann hier reinsetzen, ganz einfach. Und wenn ich jetzt F5 drücke beim Kampf, dann würde dieser Skill aktiviert werden. Ja, man kann aber auch einfach per Maus hier draufklicken. So, genauso ist das hier an der Seite. Hat man, kann man auch einfach reinziehen, was man möchte. Und man kann sich das so einteilen, wie man das möchte. So, hier oben die Anzeige, das sind noch zusätzliche Skills meiner Elfe. Das ist dieses hier. Das andere, was hier um mich rumschwirrt, das ist ein Engel, der zeigt eigentlich nur an, dass ich schon Skill-Erweiterung erreicht habe, aber das ist jetzt erstmal unwichtig für die Erklärung. Die Elfe, wenn die hier drin ist, dann wird die Elfe noch mit angezeigt. Eigentlich, manchmal ist der Fehler im Spiel, dass das wie jetzt gerade bei mir nicht angezeigt wird, aber ihr habt das am wenn ich mich auslocke, werdet ihr das gleich noch mal sehen. Da wird sie dann angezeigt.
So, hier seht ihr gerade den Engel. Das wechselt dann automatisch. Mal wird der Engel angezeigt und dann wechselt das wieder zur Elfe. Das ist immer ein paar Sekunden Wechsel sozusagen. Jetzt wechselt das zur Elfe. Da seht ihr meine Elfe, die ich da im Inventar gezeigt hatte. Da gibt es verschiedene Elfen haben verschiedene Grundskills, die man dann zur Hilfe nehmen kann im Spiel. Aber das ist jetzt auch erstmal uninteressant. Am Anfang, wenn man anfängt bei dem Spiel, bekommt man eine Elfe geschenkt. Man kann aber, wenn man die per Zufall man bekommt, also von den verschiedenen Elfen, die es gibt, wenn man die aber nicht möchte und man möchte lieber eine andere, dann kann man die für drei bestimmte Steine im Spiel dabei im NPC eintauschen. Und die Steine bekommt man dann auch durch andere Quests. Aber soweit soll es das erstmal zur Erklärung gewesen sein. Das ist, wie gesagt, ziemlich umfangreich. Ich habe jetzt noch nicht alles erklären können, was es da gibt, aber erstmal so die wichtigsten Grundsachen, so ein bisschen, dass man so ein bisschen Bescheid weiß. Ich werde noch, wie gesagt, noch ein zweites Video drehen, wo ich dann ein bisschen mehr mal von der Welt zeige und auch wie man so kämpft und so weiter, wie das so aussieht im Spiel denn. Ja, und wie das auch aussieht, wenn man da fliegen kann und woanders hinreitet mit den Teleportieren direkt und so weiter. Aber hauptsächlich, wie das eben dann die Welt richtig so draußen aussieht. Ich habe da jetzt nur die Stadt ein bisschen gesehen und wie das dann mit den Monstern sozusagen ist, mit dem Kämpfen und so weiter. Aber das kann ich, eins kann ich euch schon sagen, also dass das im Prinzip kein schweres Spiel ist. Und es macht auch Spaß, mit vielen Spielern hier sozusagen live zusammenzuarbeiten. Das ist eigentlich ja, der Anreiz hier eigentlich. Ja, mit verschiedenen Leuten zu kommunizieren auch. Ja, das soll es dann erstmal gewesen sein. Schließe ich erstmal das Video hier ab und bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich habe jetzt erstmal genug gequasselt, aber das lässt sich leider nicht verhindern hier, weil echt jetzt so viel hier an Sachen gibt, wo man doch einiges erstmal sagen muss. Ja, und wenn ihr wollt, dann guckt euch dann das zweite Video an, wo ich dann ein bisschen mehr von der Welt und ein bisschen mehr Action seht. Viel Spaß dann wünsche ich euch erstmal noch und wünsche euch einen schönen Tag und sage Tschüss.